Wir befinden uns hier im Atelier von Herbert Böckel in der Argentinierstraße, im obersten Stock des Hauses mit Blick auf die Elisabethkirche. Das Wunderbare hier an diesem Ort ist, dass dieses Atelier im Originalzustand erhalten blieb. Mein Zugang war, dass wir im Zuge der Vorbereitung dieser Ausstellung hier natürlich versucht haben, einiges an dokumentarischem Material, Originalen, noch zu sehen und zu sichten. Es ist ein sehr authentischer Ort, der nach wie vor die Atmosphäre der künstlerischen Arbeit, der Kontemplativen, sehr, sehr stimmig vermittelt. Was die Ausstellung zeigt, es ist eine Retrospektive. Wir zeigen das Frühwerk genauso wie das Spätwerk. Und das Erstaunliche bei Böckel ist ja, dass er verschiedene Phasen hat, aber jede Phase von einer großen Kraft und einer großen Komplexität ist. Im großen Oeuvre von Herbert Böckel, das ja 5 Jahrzehnte an Kunstproduktion überspannt, kann man mehrere Werkphasen unterscheiden. Die früheste beginnt schon vor dem Ersten Weltkrieg. In dieser Zeit zeigt er sich sehr stark vom Sezessionismus beeinflusst, von der Linienkunst, von Colo Moser und anderen. Dann in den frühen 20er Jahren wendet sich sein Stil in einen eruptiven Expressionismus, eine Fleckenmalerei, die sich zunehmend vom Gegenstand emanzipiert. Striche und Farbflächen bezeichnen nicht mehr einzelne bestimmte Elemente der sichtbaren Realität, sondern beginnen ein Eigenleben als autonome künstlerische Gestaltungsmittel. Eine weitere Phase beginnt dann in den späten 20er Jahren in Richtung expressiven Realismus, was auch ein Wagnis zu dieser Zeit gewesen ist. Denn der Realismus war ja zwischen der neuen Sachlichkeit oder sogar den pseudoklassizistischen Tendenzen in den autoritären Regimes schon in vielerlei verschiedenen Diensten sozusagen. Böckels Interpretation des Realismus zu dieser Zeit ist absolut innovativ und es ist eine Malerei, die pastos aufgetragen wird und die aus Elementen der sichtbaren Realität, Akten oder beispielsweise dem Zyklus zur Anatomie, Inhalte bezieht und transformiert, die allgemeine Aussagen über Leben und Tod machen. Es ist so, dass er eigentlich von Anfang an immer sich mit dem Porträt beschäftigt und der Landschaft. Das sind die zwei Hauptthemen, mit denen er sich auseinandersetzt. Er ist ein wunderbarer Zeichner. Mit starken, klaren Strich kann er alles festhalten. Und die Zeichnung ist für ihn auch ein ganz wichtiges Moment, weil das ist für ihn auch zum Teil wie Tagebuch. Für Österreich war es wichtig, in den 30er Jahren eine eigenständige, moderne Kunst zu entwickeln, weil ja die Unabhängigkeit Österreichs ständig in Frage gestellt worden ist. Und Böckel war ganz aktiv an diesem Projekt beteiligt. Natürlich nicht in einer bewussten politischen Ausrichtung, sondern ganz organisch aus seiner eigenen Biografie heraus entstehend, die ja großteils in Österreich stattgefunden hat. Und seine Idee war es, moderne Kunst zu praktizieren, die in dem speziellen Lebensumfeld stattfindet, in dem ein Künstler eben steht. Wichtig dabei ist, dass man mit den Elementen arbeitet, die einen umgeben, mit den Persönlichkeiten, mit den Landschaften, mit den urbanen Strukturen. All das hat Böckel sehr, sehr konsequent praktiziert und hat nicht daran geglaubt, dass eine moderne Kunst unabhängig vom Ort entstehen kann, unabhängig von persönlichen Erlebnissen und dergleichen mehr. Während dem Krieg legt er seine Professur, also seine Meisterklasse zurück und zieht sich sehr auf die Familie zurück.
In dieser Zeit entstehen ja vor allem auch wieder wunderbare Kinderbildnisse und das große Familienbild. Das hat ganz schon auch etwas fast Religiöses an sich. Er ist ja ein sehr tiefgläubiger Mann, das zeigt sich in seinem Werk, auch in diesem wunderbaren Altarwerk, das in dieser Zeit entsteht. Für mich ist es so doppelseitig. Auf der einen Seite ist es sehr expressiv, diese wunderbaren Farben, die er da verwendet. Und gleichzeitig sind sie sehr tiefsinnig, ja, tiefgläubig, diese Sachen. Und auch in dieser Zeit beginnt er diesen berühmten Abendakt. Also er lehrt und legt den Grundstein für ganz, ganz viele österreichische Künstlerinnen und Künstler. Dann nach dem Krieg ist er ja Rektor geworden der Akademie und da hat er ja wichtige Berufungen gemacht, wie Wodrober zurückgeholt oder Gütersloh. Und die haben wirklich den neuen Grundstein und den neuen Aufbruch in einer sehr schwierigen Zeit für die neue moderne Malerei in Österreich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelegt. Was das wirklich Tolle an ihm ist, dass er immer wieder es geschafft hat, einen neuen Beginn unter einem neuen Aspekt anzufangen. In den 50er Jahren beginnt er ja dann eher eine aufgelöste, abstraktere, kubistische Art zu malen. Aber die Linie spielt trotzdem durch sein ganzes Werk eigentlich immer eine Rolle. Die Kontur wird auf verschiedene Art und Weise eingesetzt. In seinem Spätwerk manifestiert sich natürlich, ist eine ganz andere Art und Weise, wie er mit der Farbe umgeht. Also es ist nicht mehr diese kraftvolle Farbe, sondern es ist lichtdurchflutet. Das sagt eine hellere Nuancierung. Es ist zum Teil aufgelöst. Es ist, hat sehr viel immer wieder mit ihm selber, mit seinen Empfindungen zu tun. Religiöse Themen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Erscheinungen, Visionen, Vorstellungen, die er gehabt hat. Ich finde, diese Malerei ist auf der einen Seite in einer gewissen Weise aufgelöst und trotzdem sehr kompakt. Es hat beides in sich. Und man muss sich schon wirklich mit dem Werk viel intensiver auseinandersetzen und es lange anschauen, um die Komplexität und um den Inhalt zu verstehen, während die früheren Sachen natürlich vielleicht auf ersten Blick einem gefallen oder nicht gefallen. Das Belvedere hat die Aufgabe, österreichische Kunst zu zeigen, wissenschaftlich aufzuarbeiten. Die letzte Böckel-Ausstellung ist viele Jahre her. Wir haben ein neues Werksverzeichnis erstellt. Daher war es an der Zeit, Böckel hier in seiner Tiefe, in seiner Breite, in seiner Komplexität darzustellen, nämlich wirklich von Anfang bis zum Ende und ihn auch in seiner Bedeutung für die österreichische Kunstgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.